ist wieder soweit. Ich kenne dieses Gesicht, dieses Grinsen. Wenn wir in ein Abenteuer starten, alles fing so harmlos an und jetzt geht's wieder los. Und zwar haben wir eine tolle Radtour gemacht bis hierher über schwedische Seen auf dieser Straße hier entlang. Und hier ist die Wendeplatte und haben uns beschlossen, in den tiefen, tiefen Wald mit den Bären und Wölfen zu gehen und zu schauen, ob wir da durchkommen. Weil hier sieht es aus, als ob da ein Forstgerät reingefahren wäre. Es ist langweilig, auf dem normalen Weg zu fahren. Ja, und wir gucken mal, ob das geht. Und es ist nur, ich glaube, ein Kilometer, 200 Meter oder so bis zum anderen Weg. Aber erfahrungsgemäß braucht man eine Stunde dafür. So, genug gelabert. Los geht's, Offroad. Und ich finde das wieder bezaubernd hier im Wald. Holger verschwindet da irgendwo zwischen den Bäumen. Dieses Gras da unter mir, das ist sehr weich, wenn man da drauf tritt. Ich schiebe jetzt da mal mein Rad. Ah, da drüben. Gott sei Dank hat er heute das gelbe Trikot an mit dem Wiegenzeichen. Da sehe ich ihn besser wie in seinem grünen Jacke. Irgendwie gruselt es mich heute ein bisschen bei dieser Strecke. Ich weiß auch nicht, ich habe so das Gefühl, wir sind nicht allein. Hier sind ein Haufen Spuren auf einem Weg. Wir haben hier so einen Weg, naja, Weg kann man es nicht nennen, seht ihr das? Da ist irgendwann mal vor ein paar Jahren so ein Forstfahrzeug gefahren. Und ich denke, das sind Elchspuren. Ja, das ist so eine psychische Sache für den Kopf, ja. Man ist hier total allein im Wald. Also, es ist nur ein Kilometer durch die Wildnis, aber wir waren ja davor schon am Arsch der Welt. Und wir gehen jetzt zu einem anderen Ort am Arsch der Welt. Dazwischen ist noch diese Wildnis, aber ja, jedes Knacken ist dann verdächtig, ja. Aber es gibt hier unterwegs nur freundlich gesinnte Heidelbeeren und Preiselbeeren. So, jetzt gehe ich dem Holger hinterher. Und ich setze mich jetzt extra dieser Position aus, dass ich ihn nicht sehe, weil ich will das bewältigen, diese Situation. Angst zu haben, allein im Wald, im Wind, in der Wildnis, mit dem schiebenden Fahrrad. Und es wäre ja ein Glück, einen Bär zu sehen. Ihr habt mir unter den letzten Videos immer geschrieben, hast du denn keine Angst vor Bären? Und ich habe natürlich... Mir ist natürlich klar, wie gewaltig stark so ein Bär ist, aber man wird hier keinen sehen. Die haben viel zu viel Angst vor dem Menschen. Ja, wenn du ihn von hinten wegrennen siehst, hast du wahrscheinlich Glück. Aber es gibt hier in den Wäldern von Dalarna über 1000 Bären. Und dieses Jahr sollen, ich glaube, bis zu 50 abgeschossen werden. Also die Bären sind da, auch wenn man sie nicht sieht. Und wir haben hier schon Rentiere gesehen und auch Elche gesehen und wir hätten Glück, wenn man einen Bär sehen würde. Ah, Lucky, guck mal, jetzt hat er Schiss, was ich mache. Aber ich laber halt. Okay, ich muss weiter. Das ist unser Weg, angeblich. Zwischendurch muss Lucky immer wieder die geilsten Heidelbeeren essen. Ich natürlich auch. Oh, ich komme hier nicht weiter. Geile Preisel auf dem Fahrradweg, ja, ne? Das ist der Weg, der Fahrradweg. Und hier sind die tollen Preiselbeeren. Die sind auch echt richtig groß und fett und dick hier. Oh, und die Heidelbeeren überall. Und Moskitos hat. Stechtiere. Oh, mich hat gerade was gebissen. Ein gutes Zeichen, dass die Blaubeeren noch hängen. Das heißt, der Bär war noch nicht da. Das Problem ist, dass mein Lenker wahrscheinlich breiter ist wie der Zwischenraum zwischen den Beinen, zwischen den Bäumen. Aber Lucky ist durchgekommen. Ich komme da auch durch. Also hier mitten in der Pampa. Das ist unglaublich lecker. So viele dicke, fette Blaubeeren, die es hier gibt. Und Preiselbeeren. Oh, lecker. Mm. So,
Wir haben den Arsch der Welt erreicht. Zurück aus der Wildnis. Am Arsch der Welt, so ist es. Bin ich froh, diesen Weg erreicht zu haben. Weiß nicht, warum es mich heute so gegruselt hat. Aber nicht nachmachen. Wir haben ein Garmin und ein Navi und ein Handy. Die Reste eines gemauerten Hauses in der Wildnis. Und da hat irgendeiner gelebt früher. Ist als Ruine gekennzeichnet. Da wachsen schon die Birken raus. Also das ist wirklich komplett hinüber. Ein ganz kleines Haus. Sehr untypisch. Sehr untypisch, ne? Normal haben die hier irgendwie so Holzhütten. Becken stand da. Wird das ein Bäcker gewesen sein? Also so sah das wohl früher mal aus, das Häuschen hier. Und hier der Bewohner. Na, viel sieht man da nicht mehr, ne? Weiter geht's auf unserem wunderschönen Radweg. Ich muss so lachen, weil hier halt echt, es ist halt nichts zu sehen. Und es ist so viel Landschaft und Einsamkeit und Stille. Hier kommen wir her, da hinten aus dem kleinen Wald. Ja, das gibt Muskeln hier. Die Füße sind wieder nass, wir sind verschwitzt, das Wetter schwingt um, der Tag geht zu Ende und wir sind noch mitten. Wir sind noch gar nicht fertig mit unserem Abenteuer. So, die letzten Meter, da hinten ist der Camper. Wir sind wieder heile angekommen. Und ich dampfe jetzt so richtig hier über diese Schotterpisten. Da ging es jetzt runter. So mit 30. Schotter, Schotter, Schotter. Muss man echt aufpassen. Das hat Spaß gemacht. Haben wir es geschafft? Schön. Bettina kann man Abenteuer erleben. Die macht alles mit. Jeden Sumpf und jeden Wald. Quer durch. Haben wir wieder gutes Abenteuer erlebt heute, ja, oder? Und immer noch keinen Bär gesehen. Außer den Heidelbär und den Preiselbär. Lucky speichert gerade die Tour ab. Und der Komote. Komoot.de. Komoot.de.